Hallo liebe Gesekrin, hallo liebe Geseka, hallo liebe Nicht-Gesekrin und Nicht-Geseka. Willkommen am Freitag zum Rathaus TV und neben Corona habe ich diesmal unser Freibad mitgebracht und die Hoffnung, die wir haben, auf einen Radweg oder eine Erneuerung eines Radweges. Ich beginne aber wie immer mit Corona. Wir stehen in der Liste der aktuell positiven Fälle, aus der man ja nur rauskommt, wenn man keine Symptome mehr zeigt. Bei aktuell 38 Fällen, der Kreis hat für gestern 42 oder 43, glaube ich, angegeben. Wir verlieren heute noch 3 weitere Fälle aus der Liste, wenn also nichts Neues dazukommt. Sollten wir nach unserem Wissen bei 35 stehen. Ihr wisst aber, da ist immer ein bisschen ein, zwei Fälle Spiel drin, wenn es um Bereinigungen geht und darum geht, wann man jetzt schlussendlich aus der Statistik als symptomfrei und geheilt entlassen wird. Eigentlich wichtig ist aber die 7-Tage-Inzidenz. Die hat der Kreis Soest gestern Abend für sich, für das gesamte Kreisgebiet mit 16,9 berechnet. Heute Morgen hat das Landeszentrum für Gesundheit, und das ist der entscheidende Wert, die Inzidenz bei uns im Kreis mit 11,3 berechnet. Das liegt daran, dass fast alle anderen Kommunen eine Inzidenz von 0 haben. Wir liegen, wie gesagt, mit knapp 75 gestern Abend an der Spitze. Andere Kommunen, die noch relativ hohe Werte haben, sind Lippstadt mit knapp 30, Werl mit knapp 30 und dann gibt es noch Warstein irgendwie mit 12. Aber alle stark sinkend. Das gilt auch für unseren Wert, denn wir werden heute aus der 7-Tage-Inzidenz 8 Fälle verlieren und morgen 3 Fälle. Wenn nichts Neues dazukommt, werden wir uns in der 7-Tage-Inzidenz damit halbieren und sollten irgendwo landen zwischen 35 und 45, je nachdem, ob noch ein, zwei Fälle dazukommen. Wenn keiner dazukommt, sind wir an dem unteren Wert. Das geht alles in die richtige Richtung und das bedeutet auch, dass wir weitere Erleichterungen bekommen im Kreisgebiet, da die Landesinzidenz auch dauerhaft unter 35 ist. Die beiden wichtigsten Punkte sind der Wegfall der Testpflicht für den Innensport. Wenn ihr also Innensport macht, braucht ihr jetzt keinen Test mehr, ganz grob und generell gesprochen. Und für die Innengastronomie braucht man keinen Test mehr, wenn man in die Gastronomie geht und sich ans Hygienekonzept hält. Wenn ihr mit eurem Stammtisch, eurem Kegelclub losgeht und ihr seid mehr als 5 Leute aus mehr als 5 Haushalten, müsst ihr trotzdem weiter testen, weil ihr dann engeren Kontakt habt. Die Details wissen aber auch die Wirte und Restaurants in Geseke, die sind von uns dementsprechend auch informiert worden und auch über ihre Verbände informiert worden. Ja, einen Satz noch dazu, wo die Fälle sind und wie alt sie sind. Sie bewegen sich im Alter bei uns in Geseke, die Akutfälle zwischen 5 Jahren und 87 Jahren. Das Gros der Fälle ist zwischen 15 und 55. Mit ganz, ganz großem Schwerpunkt auf der Kernstadt und ein paar Einzelfällen in Störmede und in Ehringhausen hauptsächlich. Ja, damit komme ich zum Freibad. Immer wenn das Freibad in Betrieb genommen wird, kommt der TÜV und nimmt es ab. Hat er bei uns auch gemacht, hat uns dann vor, ich glaube, 2 Wochen oder so den Testbericht geschickt. Da hieß es dann, wir müssen die große gelbe Rutsche überarbeiten. Die muss abgeschliffen und neu versiegelt werden. Das ist so nicht mehr gestattet, was wir da machen. Da mussten wir dann erst eine Firma finden, die das macht. Wir brauchen mehrere Tage gutes Wetter. Es muss abgeschliffen werden unter Vollschutz, diese Glasfaserstruktur, die da drauf ist. Die Stäube, die da entstehen, sind auch nicht ganz ungefährlich. Also mussten wir jetzt für einige Tage das Bad sperren. Wir werden aber wieder öffnen für den allgemeinen Publikumsverkehr ganz normal am Sonntag um 11 Uhr. Die Vereine sind am Samstag drin. Ich glaube, das geht auch schon wieder. Die Vereine erhalten aber von uns auch separat noch Bescheid. Ja, und das dritte Thema, damit komme ich dann zum Schluss, ist die Hoffnung auf die Überarbeitung des meistfrequentierten Radwegs in Geseke. Wir haben uns bei Straßen NRW gemeldet und haben gesagt, wir würden gerne in ein bestimmtes Ausbaustadium reinkommen, nämlich für den Radweg zwischen Geseke und Störmede. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man so Fahrradautobahnen, würde man das nennen, wobei es natürlich keine Autobahn ist, aber mehrspurige Radwege, farblich markiert, deutlich breiter und wirklich schön, wie man sie aus Norddeutschland, aus Holland zum Teil auch kennt. Da haben wir die Hoffnung, wir sind vorsichtig optimistisch, sagt man im Verwaltungsdeutsch, dass wir in absehbarer Zeit zwischen Geseke und Störmede so einen Luxusradweg dann zusammen mit Straßen NRW bauen können. Das wäre doch mal eine gute Sache.
Ja, damit entlasse ich euch ins wunderbare Wetter. Bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.